Der Bürgermeister einer Gemeinde ist Respektsperson und braucht eine sympathische Ausstrahlung. Der Kapfenberger Bürgermeister ist erst seit 4. September in dieser neuen Funktion. Weit spannt sich der Bogen der kommunalen Aufgaben. Sie sind jetzt seit einiger Zeit Bürgermeister, kommen aus dem Management und waren dort sehr erfolgreich. Und wenn man als Manager eines großen Konzerns auf den Knopf drückt und sagt, das hat zu geschehen, geschieht es. In der Politik ist das nicht so. Ja, meistens ist es in der Politik eher so, dass man selbst der Knopf ist und der Bürger auf den Knopf drückt. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon mit etwas Bemühen gut funktioniert. Aber Sie haben recht, es ist oft nicht so einfach, wie es in einem Unternehmen ist, wo natürlich eine gewisse Hierarchie herrscht, nicht so viele Einflüsse sind, der Kunde dort trotzdem auch in einer gewissen Art Bürgerfunktion ist, aber mehr in Kundenfunktion, und ich versuche das halt mitzunehmen, dass der Bürger auch Kunde ist. Es ist ja gar nicht mehr so leicht, heute zu regieren. Die absoluten Mehrheiten gibt es faktisch nicht mehr. Wo sind die Zeiten, wo ein Kapfenberger Bürgermeister noch 77% hatte bei der Wahl? Heute muss man, glaube ich, ganz anders agieren und reagieren. Das ist richtig. Ich glaube aber auch, dass es einfach das Reagieren oder das Reagieren im Vordergrund steht, nicht das Regieren. Ich glaube auch, dass man in eine ganz andere Kommunikation treten muss mit dem Bürger, dass man mehr sich ausreden muss, mehr einfach braucht, um zu einem Kompromiss zu kommen, zu einem Ergebnis zu kommen. Ich glaube, da haben sich die Zeiten sicherlich wesentlich gewandelt, wobei auch mit 77% trotzdem der Bürgerwunsch im Vordergrund steht. Jetzt muss man natürlich noch eines in Erwägung ziehen. Kapfenberg ist in einer Industrieregion. Die Gefahr für diese Regionen und auch für andere kleinere Gebiete ist ja die Abwanderung, vor allem von jungen Leuten. Wie steuern Sie da dagegen? Ja, wir steuern einmal in erster Linie dagegen, dass wir schauen, möglichst viele Unternehmen an uns zu binden, neu zu bekommen. Jetzt natürlich das modernste Stahlwerk der Welt in Kapfenberg zu bauen, gibt einen besonderen Drive. Und in diesem Umfeld, wo natürlich auch sehr viel Vertrauen herrscht, kommen natürlich wieder junge Leute zu uns arbeiten. Wenn sie einmal vor Ort sind, dann lassen wir uns alles Mögliche einfallen, damit sie da bleiben. Wir haben beste Ausbildungsplätze, wir haben beste Weiterbildungsplätze, wir haben ein sehr hohes Lohnniveau. Das heißt, es gibt die besten Voraussetzungen, dass junge Leute auch bei uns bleiben. Die Stadt Kapfenberg ist in der glücklichen Lage, als Standortgemeinde weitreichende Kontakte und Kompetenzen zu haben. Kapfenberg ist Industriestadt. Kapfenberg ist Sportstadt, Kapfenberg ist Kulturstadt, was noch? Ich glaube, das sind eigentlich so die Hauptaugenmerke von uns. Ich glaube aber auch, dass wir eine Musikstadt sind, wobei man das eher zu Kultur subsumieren könnte. Aber ich glaube, dass wir eine sehr lebenswerte Stadt sind, und das ist besonders wichtig. Wir sind auch eine Bildungsstadt, denn wir haben ja bis zur Fachhochschule alles. Und es ist ja so, dass Leoben, das muss man dazu sagen, ja gleich ums Eck ist. Das ist ja weniger weit weg, als wie wenn man innerhalb von Graz von einer Uni zur anderen fährt. Jetzt ist es so, dass man sagen kann, wenn man sie anschaut, sie haben Freude mit ihrem neuen Job. Und die Leute, die das merken, freuen sich auch. Das heißt, sie sind auf gutem Weg. Ich hoffe, dass das so ist. Nein, ich merke das wirklich jeden Tag, muss ich sagen, und ich merke auch, wenn man rausgeht, dieses Wir-Gefühl. Da klopfen da Menschen auf die Schultern und sind nicht der Meinung, du, sondern wir. Und das ist eine besondere Auszeichnung, würde ich meinen, wenn Menschen meinen, wir gehören dazu und wir machen das. Es macht kein Politiker Kapfenberg aus, sondern die Menschen, die da wohnen, die da arbeiten, die da ihre Freizeit verbringen, zusammen mit uns. In letzter Zeit war es ja nicht so gut bestellt um die Politik. Der Ruf ist gesunken. Kein Wunder. Man kann fast sagen, es war kein Wahlkampf, sondern eher ein Wahlkrampf. Das ist richtig. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen in Zukunft. Und ich werde jeden Tag daran denken, zu vermeiden, auf solche Dinge einzusteigen. Es gäbe ja genug zu beantworten. Ich werde das nicht tun. Ich werde fleißig daran arbeiten, dass Kapfenberg weiterhin an der ersten Stelle steht, die Menschen davon überzeugen, und die anderen, die auf Kapfenberg schimpfen, die werden irgendwann die Rechnung selbst kriegen.
Der Bürger hat gehört, was Sie gesagt haben. Der Bürger wartet auf das, dass alles umgesetzt wird. So ist es und er kann sich darauf verlassen. In Zeiten wie diesen ist es unabdingbar, als Stadtoberhaupt flexibel, bürgernah und vorausdenkend zu agieren. Gleich zu Beginn schießt Flamo Mehe auf das Tor der Radkersburger. Doch die Abwehrspieler stehen gut und wehren den Ball in den Corner ab. Der Brucker Marc Riegel läuft alleine auf das Tor zu. Doch Tormann Alexander Schunko ist auf seinem Posten. Ein schönes Zuspiel auf Denis Zilavec. Dessen Schuss hält aber der Brucker Tormann Philipp Gröblinger. Die Flanke des Brucker René Schicker verfehlt Christian Trippel ganz knapp. Nach einem schönen Zuspiel läuft Denis Zilavec allein auf das Brucker Tor zu. Philipp Gröblinger konnte den herrlichen Schuss nur mit den Fingerspitzen berühren und es steht 0:1 für die Radkersburger. Die Brucker greifen unentwegt an, eine Flanke von links, aber der Kopfball ging nur ins Außennetz. Abermals Getümmel vor dem Radkersburger Tor. Der Ball landet auf der Latte, fällt auf die Linie und die Radkersburger können sich gerade noch befreien. Nach herrlichem Zuspiel von Christoph Trippel auf Flamo Mehai schießt dieser in der 31. Minute das hochverdiente 1:1. Der Radkersburger Spieler Christian Landl steht plötzlich vor dem Tormann Philipp Gröblinger. Dieser wehrt aber den Schuss aus 7 Meter Entfernung großartig in den Corner ab. Mit 1:1 geht es in die Pause. Ein Weitschuss von Christian Steflitsch verfehlt knapp das Radkersburger Tor. Der Brucker Andreas Schicker bringt den Eckball ideal zur Mitte und Julian Ertl verfehlt mit dem Kopf ganz knapp das Tor. Abermals Corner vor Andreas Schicker. Die Radkersburger können jedoch auf der Linie abwehren. Nach einem Eckball für Radkersburg landet der Kopfball auf der Brucker Latte. Die Verteidigung kann sich aber von diesem Angriff befreien. Der gut spielende Christoph Trippel schießt, doch der Radkersburger Tormann Alexander Schunko pariert den Ball. Eine weitere große Chance der immer stärker werdenden Brucker. Christoph Gatschelhofer setzt den Stürmer Marc Riegel ein, doch dessen Schuss wehrt Alexander Schunko ab. Andreas Schicker spielt auf Flamo Mehai. Der setzt sich gegen die Radkersburger Verteidigung durch und sein Schuss geht knapp am Eck vorbei. Der Endstand nach spannenden 90 Minuten im Brucker Stadion 1:1.